Shalom, Shalom. Ihr Lieben, wir haben vor uns das Fest, das uns erinnert an die Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem. Und da möchte ich euch jetzt Johannes 14, 15 und 16 vorlesen, denn ihr werdet sehen, das Wort Gottes ist so lebendig in diesen Tagen, als wäre es letzte Woche geschrieben. So passend für unsere Situationen. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und das erinnert uns an den jüdischen Bräutigam, der, nachdem er die Braut bereits von den Eltern zugesagt bekommen hat, nachdem er bereits den Brauttrunk mit der Braut getrunken hat, ging zum Vater, um eine Stätte für seine Braut zu bereiten. Und da ist Jesus jetzt. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, wisst ihr, und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Oder wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht so, glaubt mir um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jahrelang habe ich gesagt: Herr, ich bin sehr dankbar, wenn ich das tun kann, was du getan hast, aber nicht noch mehr. Aber ihr Lieben, Gott tut genau in dem Augenblick mehr. Ihr Lieben, Jesus konnte nur gehört werden, wo er gerade gepredigt hat. Aber wir können durch YouTube, durch Fernsehen, durch Facebook zu Tausenden von Menschen, Millionen Menschen predigen mit einem Klick. Größere Werke. Amen. Dann heißt es: Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich euch tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Und da muss ich euch jetzt ein Wunder erzählen, das ich nie geglaubt habe, dass es geschieht in meinem Leben. Gestern, ich hatte so eine verheerende Frisur, dass meine Friseurin mir erlaubt hat, zu ihr in ihre Wohnung zu kommen, in ihr Haus, und mir die Haare zu schneiden. Und das hat sie gemacht. Ich bin fast 50 Kilometer dafür gefahren. Wir haben jetzt auch Freiheit, wieder zu fahren. Und dann hat sie gesagt, wie sie mich geschnitten hat: Jetzt habe ich aber die ganze Dauerwelle herausgeschnitten, Maria. Und es gibt in der ganzen Stadt kein chemisches Mittel, um dir eine neue Dauerwelle zu machen. Ich habe ausgeschaut, fast wie ein geschleckter Hund. Dann habe ich zum Herrn gesagt: Herr, mein Leben lang wünsche ich mir schon Naturlocken. Wie wär's, wenn du mir jetzt welche geben würdest? Denn die Leute auf YouTube wollen mich nicht so sehen mit diesem geschleckten Aussehen. Heute bin ich aufgewacht in der Früh und ich habe Naturlocken. Bitte und es wird euch gegeben. Shalom, Shalom. Dann heißt es: Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Der Geist der Wahrheit ist der Heilige Geist. Und ihr Lieben, zur Zeit wird alles aufgedeckt, was nicht auf Wahrheit gebaut wurde, auf der Wahrheit Gottes, auf dem Wort Gottes.
denn die Wahrheit ist das Wort Gottes. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, und was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, damit ich bei euch bin. Der Sachverwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, nein, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Und das möchte ich jetzt über die ganzen europäischen Nationen ausrufen. Seid nicht furchtsam! Glaubt an Gott, kommt in ein Liebesverhältnis mit Gott. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebt, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Und den Fürsten erkennen wir zurzeit sehr klar. Er will kommen, aber seine Zeit ist sehr beschränkt. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Ich, Kapitel 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch zu euch geredet habe. Bleibt in mir, ihr Lieben, bleibt in mir. Bleibt im Herrn und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wisst ihr, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wenn wir in Christus sind, hat er uns in die Welt gestellt, als Licht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir könnt ihr nichts tun. Ihr Lieben, es hat lange gebraucht in meinem Leben, bis ich begriffen habe, dass ich ohne die Gegenwart Jesu Christi in meinem Leben, die Gegenwart des Heiligen Geistes, nichts tun kann. Dass ich nicht bin, nicht habe, nicht kann, was es braucht, um im Reich Gottes fruchtbar zu werden. Wir müssen unseren Bankrott erklären, auf allen Richtungen, in jeder Hinsicht. Wir haben es nicht, außer Gott gibt es uns und tut es durch uns. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr, und das Wörtchen wenn, ihr Lieben, ist das wichtigste Wort in der ganzen Bibel, wenn wir das tun und glauben, was Gott sagt, dann wird er tun, was er verheißt. Schon oft habe ich in meinem Leben, wenn ich in Schwierigkeiten war, gesagt, Herr, wo habe ich ein wenn übersehen? Und er hat mir es gezeigt. Und wenn ich das wenn getan habe, dann hat er zum Durchbruch gebracht, was er verheißen hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Hierin ist mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden.
Und eines garantiere ich euch noch, das Zeichen eines Jüngers ist, dass er immer jünger wird. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und da möchte ich euch jetzt ein paar Punkte, da habe ich einen wunderbaren Aufsatz gefunden über die Liebe. Wo ist sie denn? Hier. Die Macht der Liebe. Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrhaftigkeit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht grausam. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Ja, ihr Lieben, jetzt seht ihr einmal, was wir erreichen ohne Liebe. Und dann heißt es, ich lese noch einmal im Johannesevangelium 15 und fange mit dem Vers 11 an. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Wenn, wieder ein Wörtchen wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, damit um was ihr irgendetwas den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Liebet, ihr Lieben. Nicht kritisieren, nicht bemeckern, dass wir einander lieben. Und ich habe viele Jahre Seelsorge gemacht und ich habe die Erkenntnis bekommen, wenn du einen Menschen kennenlernst, wirklich, sein Herz, seinen Schmerz, dann wird nur mehr Liebe in deinem Herzen sein. Lasst uns einander erkennen, wie Christus uns erkannt hat. Dann Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und doch gehasst, sowohl mich als auch meinen Vater. Aber damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich ohne Ursache gehasst. Wenn aber der Sachverwalter, der Heilige Geist, gekommen ist, den ich euch vor dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir wart. Ihr Lieben, wir sind die Zeugen Gottes auf dieser Welt. Wir sind eigentlich das Evangelium, das Menschen in unserem Leben lesen sollen. Sie sollen uns sehen, uns kennenlernen und wissen, da ist ein
Geruch Jesu Christi. Jetzt möchte ich noch Kapitel 16 lesen. Also ich habe jedes Mal, wenn ich jetzt die Bibel aufmache, den Eindruck, das wurde alles letzte Woche geschrieben für uns, jetzt. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen, ja, sie haben die Kirchen zugemacht. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit, wenn die Stunde gekommen ist, ihr euch daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. Der Heilige Geist. Eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht mehr. Und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen, weil ich zum Vater hingehe. Einige von seinen Jüngern sprachen nun zueinander, was ist dies, was er zu uns sagt? Eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht. Und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen. Und weil ich zum Vater hingehe, da sprachen sie, was ist das für eine kleine Zeit, wovon du redest? Wir wissen nicht, was er sagt. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen. Darüber fragt ihr euch untereinander, dass ich sagte, eine kleine Zeit und ihr schaut mich nicht und wieder eine kleine Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. Die Frau, wenn sie gebiert, hat Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit und ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, um was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Gleichnissen zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater hat selbst euch lieb, weil ihr mich lieb gehabt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin von dem Vater ausgegangen und bin in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Seine Jünger sprechen zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und sprichst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen,
Glaubt ihr jetzt, siehe, die Stunde kommt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine, und mich allein lasst, und ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ich könnte noch viel weiter lesen, ihr Lieben. Lest selber das ganze Johannesevangelium und ihr werdet staunen, wie das Wort Gottes in unseren Tagen lebendig ist. Für mich ist es so lebendig, wie es war, nachdem ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen habe. Da konnte ich 10 Stunden am Tag das Wort Gottes lesen und es kam mir wie eine Stunde vor. Und jetzt ist wieder diese Fülle auf mir. Ihr Lieben, ihr hört im Hintergrund diesen Donner. Ich glaube, es donnert in der Welt. Es donnert. Aber mit diesem Donner wird der Regen, die Erntezeit, eingeblasen. So, jetzt möchte ich noch ganz kurz sagen, was der Heilige Geist macht. Das könnt ihr euch selber anschauen, weil sonst wird es zu lang hier. Der Heilige Geist hilft uns, das Fleisch zu überwinden. Das könnt ihr im Galater 5,16 nachlesen. Er inspiriert und befähigt, vollmächtig zu beten. Epheser 6,18. Gibt uns den Zugang zu Gott. Epheser 2,18. Der Heilige Geist versichert und bekräftigt in uns, Kinder Gottes zu sein. Galater 4,6. Der Heilige Geist führt uns zur Reinigung und Heiligung. 1. Petrus 1,2 und 2. Thessaloniker 2,13. Der Heilige Geist tröstet und bittet für uns. Apostelgeschichte 9,31 und Römer 8,26. Der Heilige Geist ist die bleibende Gegenwart des Geistes in uns. 1. Korinther 6,19. Der Heilige Geist macht den Dienst Jesu vollständig. Ihr Lieben, durch die Wiedergeburt werden wir die Söhne Gottes. Durch den Heiligen Geist leben wir als Söhne Gottes. Der Heilige Geist ist absolut notwendig, damit wir das Leben Jesu Christi in uns und durch uns leben können. Streckt euch aus. Macht zuerst den Herrn Jesus zum absoluten Herrn eures Lebens. Und dann bittet Jesus, dass er euch tauft mit dem Heiligen Geist. Und er wird es tun. Er wird es tun. Shalom, shalom.